Meine lieben Weltwunder, ich grüße euch aus dem wunderschönen Wald und ich habe mich gerade gefragt, ich bin schon eine ganze Weile hier im Wald, wie machen das die Bäume hier? Wie funktioniert das hier überhaupt alles? Und wenn ich so den Wald mir beobachte, darf alles sein. Jeder wächst hier in seinem Tempo und auch so hoch wie er will und so hoch wie er kann. Und hier hinter mir seht ihr ja so Baumreste. Da würden wir vom Friedhof sprechen in unserer Welt. Und hier darf das einfach alles sein, weil das ist der natürliche Verlauf der Natur, der Welt. Und das Ganze wird dann wieder zur Erde. Ja, zur Erde, zu etwas Lebendigem. Und das ist der Kreislauf der Natur. Und diese Verbindung hier zu spüren, ist einfach so nährend, so großartig und so wertvoll. Und darum geht es heute in meinem Beitrag, in der Verbindung mit der Natur sein. Denn das ist etwas, was wir verlernt haben, beziehungsweise leben wir ja nicht mehr in der Natur, sondern wir gehen sie besuchen, wir gehen ab und zu ihr. Und es gibt so ein paar Beispiele, die mir immer wieder auffallen. Wenn wir zum Beispiel am Feuer sitzen, ja, da hat jemand ein Lagerfeuer oder der Kamin wird angezündet und irgendwie wird es magisch. Wir fühlen uns hingezogen von diesem Feuer. Ja, warum? Weil wir es kennen, weil es in unserer Zelle verankert ist, gespeichert ist, dieses Archaische, dieses natürliche Feuer. Und da gibt es so viele andere Beispiele noch. Zum Beispiel, ja klar, wenn du mal einen Waldbesuch machst, spazieren gehst im Wald, die Vögel zwitschern hörst, wahrnimmst, was um dich herum passiert. Wenn du fühlst, wie es ist, auf dem Boden zu laufen, auf dem Waldboden zu laufen, das Knistern und Knacken und wie es sich anfühlt dann auf dem Asphalt. Also wir fühlen uns einfach energiegeladener, wenn wir aus dem Wald kommen, als wenn wir einen Stadtbummel machen. Also mir geht es zumindest so, ja. Dann ist es auch so wertvoll, wenn wir mal den ganzen Tag draußen sind, die Sonne scheint und wir fühlen uns abends so voll aufgeladen, voller Energie, weil die Sonne unsere Haut geküsst hat. Ja, warum? Weil die Natur die Sonne ist. Und wir brauchen die Sonne, um uns zu stärken, uns zu nähren, um Energie von ihr zu ziehen. Wir sind Natur, die Sonne ist Natur, sie tut was für uns. Ja? Die Natur tut immer etwas für uns. Dann fällt mir immer wieder auf, mit Tieren, wenn wir in Verbindung mit Tieren sind. Ich habe eine ganze Weile meinen Hund immer in Altenheim mitgenommen und was war? Die Menschen sind aufgeblüht, wenn sie Kontakt zu dem Hund aufgebaut haben. Er kam an und oh, sie waren so entzückt, den Hund zu streicheln. Wir freuen uns, wenn wir Biberspuren sehen, wenn wir sehen, wie die Vögel miteinander rumtollen oder wenn wir ja, vielleicht auch in anderen Ländern Elefanten in der Natur sehen. Wir sind fasziniert davon. Oder warum ist das so? Ja, weil wir dazugehören. Wir sind Natur. Oder was ich jetzt die letzte Zeit hatte, wir hatten neulich ein kleines Treffen, natürlich regelkonform, und haben über alles Mögliche gesprochen, über die Situation, die jetzt gerade ist und haben auch so über unsere Persönlichkeiten gesprochen. Und dann war plötzlich am Himmel ein riesengroßer Regenbogen, vollständig, klar, doppelt, riesig. Und wir haben alles vergessen. Wir sind sofort zu dem Fenster und waren fasziniert. Warum? Ja, haben wir alles vergessen, weil es Natur ist. Es fasziniert, Natur fasziniert. Wie schön ist es, in einem See zu baden, in einem Meer zu baden. Wie erfrischend ist das, ja? Wie aufgeladen fühlen wir uns? Warum? Weil es natürlich ist, weil wir die Energie der Natur aufnehmen. Warum treiben wir gerne Sport? Oder viele mögen Sport nicht. Aber warum, wenn wir diesen Schweinehund überwinden, warum tut es uns gut?
Weil das natürlich ist. Es ist, wir haben einen Bewegungsapparat, der ist natürlich, der bewegt uns, er hält uns in Bewegung. Unsere Herzfrequenz geht hoch, wir können Stress abbauen. Wir sind früher gewandert von einem zum anderen. Wir sind durch die Wälder gewandert und haben Früchte gesammelt. Wir haben uns bewegt, wir haben uns permanent bewegt. Und warum tut uns Sport gut? Wenn wir es dann gemacht haben, weil es natürlich ist. Weil es natürlich ist. Und alles das, was natürlich ist, bringt uns auch Energie. Hast du dich schon mal gefragt, warum Menschen so energievoll sind, die sich pflanzlich ernähren, die sich natürlich ernähren, die wenig abgepacktes, wenig sterilisiertes, homogenisiertes, totes Essen essen? Ja, Menschen, die vital essen, viele Kräuter, viele Samen, viel Frisches, haben einfach mehr Kontakt zur Natur, essen natürliche Sachen, dann sind sie auch viel mehr in ihrer Kraft, viel mehr in ihrer Energie, weil es natürlich ist. Und wir haben uns so etwas von der Natur distanziert. Ja, wir haben uns Häuser gebaut. Haben gesagt, nein, das ist die Natur und hier sind wir. Wir ziehen uns Schuhe an, um nicht Kontakt auf dem Boden zu fühlen. Wir wissen nicht mal mehr, wie funktioniert denn der natürliche Kreislauf. Ich glaube, wenn wir unseren Kindern beibringen würden, wie es ist, Pflanzen anzubauen, Gemüse anzubauen, Blumen anzubauen und dann, dass wir ihnen beibringen, wie es ist zu kompostieren und das alles wieder in einen natürlichen Kreislauf geht, würden wir auch verstehen, dass wir der natürliche Kreislauf sind, dass wir ein Teil dieses natürlichen Kreislaufes sind. Ja, auch ich glaube, dass wir verstehen oder mehr Verständnis aufbringen für den Tod. Weil wenn wir uns mehr in der Natur aufhalten, sehen wir, dass alles in einem natürlichen Kreislauf sich befindet und wir ein Teil dessen sind. Und solange wir uns distanzieren zur Natur und auf diesen Abstand gehen, solange werden wir auch diese ganzen Probleme, die wir haben, in der Welt verdrängen können. Weil wir sehen nicht mehr unser angebautes Gemüse, unser Essen. Wir sehen nur das Essen, was in den Regalen liegt. Und wir haben keinen Kontakt mehr zu ihr. Wir sehen nicht mehr, wie unsere Tiere leben. Also können wir auch dieses Problem verdrängen. Ich glaube, würden wir mit den Tieren leben und würden wir sie nicht in Käfige sperren, in kleine Käfige. Wir würden sie vielleicht auch noch nicht mal essen. Und ich denke, alle Handlungen, die wir gegen die Natur richten, alles, was wir gegen die Natur richten, richten wir letztendlich auch gegen uns selbst, weil wir ein Teil der Natur sind. Und oftmals haben wir auch so Angst, in die Natur zu gehen, weil es so befremdlich ist. Also ich merke das immer wieder, Menschen haben Angst, oh, da ist eine Maus, Hilfe, da ist eine Maus, ja, oder da ist eine Spinne. Ich gehörte selbst dazu, ja, da ist eine Spinne, oh Gott, habe ich eine Spinnenangst gehabt. Ich habe das nicht mehr, weil was tut mir denn so eine Spinne, was tut mir denn so eine Maus? Ja, sie will einfach auch nur leben. Und warum haben wir Angst vor Natur? Ich sitze jetzt hier im Wald, hier könnte jetzt auch ein Wildschwein kommen, ja. Und jetzt dann, es ist so, weil wir es nicht kennen, weil wir nicht in ihr leben, fürchten wir uns davor oder es ist ungewohnt oder es ist auch komisch, ich sitze jetzt hier nackt quasi mit meinen Füßen auf dem Boden ohne Unterlage, also ich habe natürlich was an, ja, also nicht nackt, aber wir setzen uns nicht einfach so auf die Erde und verbinden uns mal mit der Erde, wir könnten ja schmutzig werden, oh weia, werden wir schmutzig oder wir haben Angst vor den ganzen Bakterien, Viren. Warum haben wir denn Angst davor? Wir bestehen aus, überall sind wir voller Bakterien, die schützen uns, die sind bei uns, die sind ein Teil von uns. Ja? Und ich glaube, wenn wir anfangen, sie zu zerstören, Angst vor ihnen haben, wenn wir desinfizieren, unsere Hände desinfizieren oder alles steril halten, das finden die Scheiße, ganz ehrlich.
weil es nicht natürlich ist. Was passiert? Es entstehen andere Keime, die uns wiederum schaden. Deshalb lasst uns doch mal unsere Hände in den Schmutz stecken. Lasst uns doch auch mal, lasst uns doch mal alles anfassen, Bäume berühren, Kontakt mehr aufnehmen, riechen, fühlen, aufnehmen mit allen Sinnen, die dazugehören. Und letztendlich sind wir, das ist immer so ein schönes Bild, was ich mir so aufbaue. Wir haben diesen Mikrokosmos in uns. Die Bakterien arbeiten für uns den ganzen Tag. Sie verstoffwechseln, sie stärken unser Immunsystem. Jede Zelle arbeitet für uns in unserem Organismus, um dass wir lebendig sind, dass wir in unserer Kraft sind. Und wenn ich jetzt hier auf dieser Erde bin, sitze, dann bin ich auch wie so eine kleine Mikrobe für die Welt. Ja, und ich gebe der Welt Energie. Und die Frage ist, wie? Und du gibst der Erde auch Energie. Und die Welt gibt uns Energie. Wie gehen wir also mit unserer Energie um? Was geben wir der Welt? Wie schaden wir der Welt? Oder wie bereichern wir die Welt? Ja, wie verbinden wir uns mit der Welt, mit der Natur, mit den Menschen, mit allem, was da ist? Deshalb fordere ich dich auf, geh mehr in den Wald, schwimme mehr im See, im Meer, verbinde dich, geh auf die Berge, klettere, geh wandern, laufe, beobachte die vielfältige Welt mit allen deinen Sinnen. Schmecke, verschmelze mit dem Regen, es regnet jetzt hier gerade, verschmelze mit dem Regen, ja, das ist kurzzeitig nass und dann, ja, verschmelze mit der Sonne, verschmelze mit dem Wind, mit den Sternen, mit dem Mond, verbinde dich damit und nimm für dich als Mensch, nimm Abschied von Vorurteilen. Renne nicht einfach nur umher, als würde dir so ein Säbelzahntiger hinterherlaufen, sondern geh auch in deine Ruhe, geh in deine Entspannung, fordere dich nicht zu viel heraus. Das ist nicht natürlich, fordere nicht zu viel von dir ab. Nagel dich nicht ans Kreuz, ja? Also wenn dir irgendwas nicht gelingt, bestraf dich nicht. Fließe mit dem Leben, vertrau dem Leben, vertrau der Natur. Vertraue dem, was da ist. Wir sind Natur. Du bist ein Weltwunder auf dieser wundervollen Welt. Und du gibst dieser Welt Energie. Die Frage ist, wie gibst du dieser Welt Energie? Welchen Teil kannst du dazu beitragen? Und sauge, geh in den Fluss mit der Welt. Nimm auf, was sie dir gibt und vertraue dem Leben. Und mach die Welt nicht zu einem gefährlichen Ort. Das ist er nicht. Die Welt ist nicht gefährlich. Die Welt ist gut mit und meint es gut mit dir. Und deshalb raus mit dir, raus in die Natur. Du Weltwunder. Schön, dass es dich gibt für uns, für die Welt. Und ich freue mich auf alles, das was kommt. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich mit allen Dingen, die gerade da sind. Weil die Natur wird immer gewinnen. Ja? Die Frage ist, braucht die Erde uns? Nee, wir brauchen die Erde, unsere Mutter Erde. Und das passt so schön zum Muttertag heute, unsere Mutter Erde, in Dankbarkeit, dass sie uns alle nährt. Ich freue mich, dass es euch gibt und wünsche euch eine wundervolle Woche und bis bald. Ciao, ihr Lieben.